Friedensimpulse von Frauen. Gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung präsentierte am 5. Februar der Frauenrat der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland eine Ausstellung in der Schweriner Marienplatz-Galerie. 20 Schautafeln, 14 berühmte Frauen aus Deutschland und anderen Ländern. Sie alle haben sich für Frieden, gegen den Krieg, Unterdrückung und Totalitarismus eingesetzt. Von Rosa Luxemburg bis Mutter Teresa und Sophie Scholl. Es sind Schicksale, die nicht verschiedener sein könnten. Ein Mann ist auch dabei, im Hintergrund. Es ist der Gründungsvater der Anthroposophischen Gesellschaft, Rudolf Steiner. Also Rudolf Steiner ist für mich einer der ersten Feministen und hat sich schon sehr eingesetzt, dass Frauen sich selbst bestimmen und eine Individualität sind und auch die Freiheit und Gleichheit haben sollen. Am 27. Februar um 17 Uhr lädt die Friedrich-Ebert-Stiftung in Schwerin zu einer Finissage mit einem Vortrag von Barbara Messmer, Frieden und Sozialismus, ein. Um die Anmeldung wird bis zum 22. Februar gebeten.